Hallo, mein Name ist Magister Elisabeth Swoboda. Ich komme aus der Donaustadt, dort wo ich schon aufgewachsen bin und auch als Kind gerne gespielt habe. Hier in den weiten Wiesen, Wäldern und Feldern rund um die Seestadt. Hier ist dieses Gelände nach dem ehemaligen Bezirksvorsteher Norbert Schied als Gedenkwald gewidmet worden. Und ich wünsche mir Gestaltungselemente. Ja, ich wünsche mir, weil meine Freundschaft übers Leben hinaus gegangen ist, dieses Areal mit meinem spezifischen Angebot als Psychologin, wo alles, was der Trauer gut tut und was die Trauerverarbeitung leichter macht, dass hier angeboten wird, dass ich das hier anbieten darf und dass ich mich in diesen Gedenkwald einbringen darf, weil hier mein Lebensweg immer war und oder vorbeiführt. Ich würde euch gerne einladen, mit mir ein Stück des Weges zu kommen und erzähle euch auch ein bisschen über die Geschichte. Diesen Eingangsbereich hat das Forstamt wunderschön gestaltet. Man sieht durch quasi einen Durchgang, einen waldreichen, schön bewaldeten Platz, eine helle Lichtung. Dort hat sich bis 1940 eine jüdische Siedlung befunden und um 1809 war dieses ganze Areal, die Asperner Schlacht Napoleons ist hier, also als Schlachtfeld ist hier dieser Bereich in die Geschichte eingegangen. Ja, in den 80er Jahren hat ein Mitarbeiter des nahen Opelwerkes über eine Marienerscheinung berichtet. So finde ich es natürlich auch sehr, sehr passend, hier einen Rosengarten anzulegen und die Leute einzuladen, ihre Trauer abzuladen, das heißt Problemabgabeplätze quasi zu schaffen, wo Leute sich ausdrücken dürfen, ihren Kummer loswerden dürfen, ihre Sorgen sich von der Seele schreiben dürfen, wo sie vielleicht im Rahmen eines Erinnerungsgartens Fotos von Verstorbenen auch ein Platzerl haben. Und wenn sie die Trauer hier abladen, dass sie sich eine Freude machen können, dass sie sich eine Blume mit nach Hause nehmen können, dass dieser Rosengarten für alle frei zur Verfügung gestellt wird. Ja, diesen Wald, diesen wunderschönen Bereich möchte ich gerne euch vor Ort zeigen und freue mich, wenn ihr mitkommt auf meinem Lebensweg und hoffe auf ein Wiedersehen. Danke!